Du sagst, ich muss spielen. Okay. Folge 8. Rius, Reus. Genau. Wir starten eine neue Ära. Und diesmal die ewig lange Version, 120 Minuten. Ja, die werden wir natürlich nicht an einem Stück spielen. Das wäre das längste YouTube-Video, was wir je gemacht haben. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir machen da natürlich 5, 6 Folgen draus. Ist ja klar. 8, 9, dachte ich. 10, 11. Das also, werden jetzt einfach 120 Folgen. Das werden einfach, genau. Also, macht's gut. War eine schöne... Gut, jetzt haben wir den Startbildschirm, den Ladebildschirm überquatscht. Sehr gut. Nick spielt wieder, weil er das Spiel einfach so unglaublich gut kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier so machen können. Also wir brauchen neue. With Only One Village, das machen wir auf jeden Fall nicht, weil wir wollen ja jetzt hier groß aufspielen, ja. Oder? Genau. Wir brauchen noch viele. 42 Achievements. 42. Ja. 42. Aber wir können, glaube ich, nichts mehr erreichen, ne? Also es ist bloß noch die Gesamtzahl. Genau, es ist die Gesamtzahl, weil wir haben ja alle Ehren freigeschaltet. Das ist jetzt praktisch das Endlosspiel in Anführungsstrichen. Es ist nicht endlos, es sind 120 Minuten. Aber länger geht's nicht. Ja, wir starten einfach mal. Oder gibt es nicht auch noch ein Endlosspiel? Es gibt auch ein Endlosspiel, da kann man, glaube ich, keine Achievements erlangen. Mhm. Na gut. Also klassisch wie immer. Ja, Nick baut jetzt hier erstmal wie immer, wie ihr das bei Strategiespielen bei uns kennt. Jetzt haben wir das alles 50 Mal gezeigt jetzt und erklärt. Jetzt macht er einfach mal. Also erstmal ein Meer, dann wird ein Wald gebaut, dann gibt es einen Sumpf noch und eine Wüste, damit wir alle Arten einfach mal abdecken. Der Planet wächst tatsächlich nicht, der sieht genauso groß aus wie die vorher. Man könnte es auch gar nicht mehr schaffen. Das stimmt. Noch mehr zu beobachten. Ja. Ja, das haben wir schon letztes Mal gesehen, dass das dann sehr hektisch wird. Gerade wenn man mehrere Projekte gleichzeitig zum Laufen bringen will. Ich würde sagen, unser Ziel für heute ist mal so ein paar von diesen Dreier-Herausforderungen auch wirklich zu schaffen. Ja. Zu diesem Zweck haben wir, ob das erfolgreich sein wird, wissen wir noch nicht, jetzt hier auf dem zweiten Bildschirm nebenher, auf dem zweiten Computer noch uns die ganzen, ja wie nennt man sowas, Forschungsbäume sozusagen oder Baubäume aufgemacht, welche Entwicklungsstufe welcher Sache zu was führt. Und was man dafür für Aspekte drauflegen muss, vielleicht hilft uns das ja, wir werden sehen. Genau. Mittlerweile habe ich auch kapiert, was diese aufsteigenden weißen Pfeile sind. Da an der Stelle kriegst du temporäre Boni, wenn du da was baust. Also das ist, da kriegst du diesen, wie heißt das, diese höhere Wahrscheinlichkeit, dass es ein guter irgendwas wird. Ich weiß, okay. Ich kenne jetzt gerade die Begrifflichkeiten nicht mehr. Aspekt. Ja, Aspekt, ja, aber da gibt es halt den Lesser, genau, den Lesser und den irgendwas. Potent und... Potent. Das ist dann immer der Höhere, also da kriegst du dann 66% auf den Höheren. Aber nur temporär, also da musst du dann, solange das da so weiß leuchtet, musst du da einen Aspekt drauf packen. Okay. So, jetzt haben wir unser erstes Dorf. Das weiß, das wusste ich nicht. Ja, das habe ich im Wiki nachgelesen, weil ich nicht wusste, was es ist und... Es dich interessiert hat. Und es mich, genau, sehr, sehr ich vorbildlich. Neugieriger, interessierter Mensch bin. Ich habe das Spiel ja mittlerweile auch, bin aber erst in der 60-Minuten-Ära. Und das heißt, jetzt kriege ich jetzt automatisch den größeren Aspekt. Müsstest du eigentlich, so stand es zumindest im Wiki. Ja. Ja. Gut, wir sind jetzt im Wald, ne? Ich gehe mal auf Wald, einfach nur um das offen zu haben. Ja, was wollen sie haben? 30 Foot mit Tieren. 30 Tiere. Ja, einfach erstmal Tiere setzen. Da kann man am Anfang noch nicht viel falsch machen. Wir werden das, denke ich mal, zum Anfang noch nicht so sehr brauchen mit dem Nachgucken. Ja. Weil die ersten paar Sachen kriegt man ja relativ leicht zusammen. Da hast du jetzt schon Erdbeeren, genau. Ja, leider in der falschen Reihenfolge. Ich hätte die da hinsetzen müssen, die Erdbeeren. Ja. Dann hätte ich da nämlich noch einmal Blaubeeren setzen können, egal. Aber das Dorf breitet sich auch aus, also. Um die 30 zu kriegen. Kann man ja. Das war immer mit sich selbst, ne? Ja, genau. Und der will doch bestimmt. Ah, Wealth will der auch haben. Wealth will der auch haben. Also müssen wir ihm auch noch irgendwie Wealth besorgen. Ja, das sind die anderen Minen dann, ne? Genau. Ja, jetzt am Anfang, das kriegst du auch noch alles so hin. Ja, schau mal, ich bin hier schon längst drüber. Ach, wie schön du das alles machst. So, wir haben aber noch kein Wüstendorf, das möchten wir natürlich auch noch haben. Da machst du einfach ein riesiges Waldstück sozusagen. Ja. Kriegt man auch zwei Walddörfer dann einfach nebeneinander, ja, ne? Gut.
bei meinem letzten Spiel, was ich gespielt habe, haben die sich dann ständig bekriegt. Sehr gut. So, bauen wir hier gleich noch den Sumpf hin noch ein. Für heute auch mal irgendwie eine Diamantenmine oder sowas hinkriegen. Könnte sein. Das wäre schon schön. Also ich bin letztes Mal bis zu... Gold, Silber? Nee, die Stufe davor. Iron, Onyx, okay. Phosphor hatte ich gehabt. Na gut, vielleicht schaffen wir ja Gold oder Silber oder so. Das wäre jetzt heute mal das Ziel für Mineralien. Kommt das da hin? Du setzt dann mal hier noch einen Berg. Oh, da. Und dann ist der komplette Planet erstmal glücklich. Ich öffne mal hier die Projektübersicht. Die kriegen wir beide hin. Wachsen. Das ist ja relativ wichtig, dass man da diese Projekte am Anfang nicht verschenkt irgendwie, weil da kriegst du ja schon mal gleich die ersten, genau, Giganten. Die ersten Botschafter. Giganten. Botschafter, genau. Ach, es wäre auch echt, Fachbegriffe, es ist auch am Anfang sinnvoll, wirklich erstmal 6 Dörfer mit den kleinen Projekten zu machen, weil die ersten 6 Botschafter kriegst du nur durch die kleinen Projekte. Ja. Also du kriegst nur 6 mit den kleinen Projekten. Mhm. Sobald du 6 Botschafter hast, kriegst du durch kleine Projekte nichts mehr. Ja. So, und was wir wollen, nehmen wir mal den Herd-Aspekt, ne? Mhm. Den haben wir die letzten Male immer ein bisschen verschmäht. Und es wurde uns dann zum Verhängnis. Also, man braucht sowieso nachher mal das, was man nicht hat, aber. Ja, deswegen müssen wir ja klug und taktisch vorgehen und versuchen, möglichst viel zu haben. Also, du hast das schon richtig angedeutet, jetzt erstmal Botschafter sammeln hier am Anfang. Also wichtig wäre es eigentlich zu jeder der 4 Ressourcen irgendwie eine Sache zu haben, die das dann steigert, oder? Das wäre doch das Sinnvollste. Also eins, was Food steigert irgendwie, bei einem Giganten irgendwie, wo man was draufpacken kann. Genau, man sollte halt auch versuchen, die dann zu stapeln am Ende. Ja. Also, dass man dann halt die stärkeren Fähigkeiten immer freischaltet. Ja. Weil nur so kommt man dann auch weiter. Das bringt ja nichts dann, wenn wir uns verskillen sozusagen und nichts haben, was Wealth irgendwie steigert. Also genau. So, das ist ja blöd. Also müssen wir was nimmst du da jetzt? Da? Also wir haben jetzt erstmal was für Food gekriegt oben. Wir haben jetzt den Herd-Aspekt. So, jetzt also ich würde jetzt den Reaction-Aspekt eigentlich nehmen. Okay, dann nimm den. Oh, oh, ja. Das geht zu schnell hier. Können wir mal gucken, wo... Genau, die Pausefunktion, die benutzen wir ja selten. Sollten wir aber vielleicht häufiger benutzen. So, welches Dorf wird jetzt greedy? Das hier, ne? Ja. Links auf das Haus, dann kommst du zum Dorf. Ja, aber das ist nicht dramatisch. Ja, es sind ja nur 3. Das wird ja auch wieder kleiner. Genau, das, weil wir jetzt hier so viel gleichzeitig gemacht haben. Mhm. Die gehen halt sehr schnell hoch mit den Minen hier. Ja. Oh, guck mal, Bäume. Ach, das ist dieser Naturaspekt, ne? Mhm. Und dann kann sich hier einer ansiedeln und mit dem wollte ich den greifen, ne? Ja. Ja. Aha. Das zweite Forest Village. Genau. Und was passiert, wenn die sich dann in die Quere kommen? Ja, die wachsen einfach da nicht mehr weiter. Ach so. Also ich dachte, aber die überschneiden sich dann und führen dann immer Krieg um ihre Grenze, so wie es in der Realität ist. Also sie führen auch irgendwann sicherlich Krieg, aber... Okay. Erstmal, also die Dörfer wachsen halt nicht weiter. Eins wird dann vielleicht ausgelöscht am Ende. Oh, sehr schön. Finde ich gut. Ja. Bisschen für Technologie jede Pflanze. Ja. Dann solltest du noch ein paar Pflanzen pflanzen. Ja. Das sind aber jetzt die Herbs, ne? Also genau. Lesser Growth. Was war Growth Aspekt? Wer hatte den? Der Erchen, ne? Ja. Das ist das Wald. Okay. Achso. Jetzt nicht den Trade Post hier vergessen. Ja. Braucht der natürlich für auch noch. Jedes Tier in den Grenzen. Dann sollten wir vielleicht noch das eine oder andere Tier setzen. Ja. Der Sumpfgigant macht gute Wir haben auch das letzte Mal, das haben wir dann erst danach mitbekommen, sagen wir mal, die Unwissenheit preisgegeben, dass wir in der Wüste immer so wenig mit Pflanzen nur gemacht haben.
Ja. Aber das geht relativ schnell, dass man die mit bestimmten Aspekten dann, das nicht mehr nur Gestrüpp ist, sondern dass du da wirklich auch ordentlich Pflanzen hinbekommst. Also wir haben es ja letztes Mal nur bis zu den Kakteen geschafft, sozusagen. Genau, aber die Agave ist halt eigentlich interessant. Ja. Die gibt dann nämlich viel Nahrung. Die Agave gibt viel Nahrung, ja. Da kriegst du dann schon 5 Nahrung im Vergleich zu allem vorher, weil das Gestrüpp bringt ja gar nichts. Der Kaktus, den wir letztes Mal hatten, der bringt ja nur Tech und Wealth. Und wir haben uns dann gewundert, ja, Pflanzen und Nahrung in der Wüste ist eine schlechte Idee, weil bringt offensichtlich nichts. Aber wenn man statt den Kaktus die Agave eben aufrüstet, über den Fruit-Aspekt, dann bringt die relativ schnell relativ viel Nahrung. Auch weil sie plus 8 Nahrung für jedes Tier in der Umgebung bringt. Ja. Also da können wir in der Wüste, wenn wir da jetzt Nahrung brauchen für irgendwelche Forschung, glaube ich, diesmal ein bisschen gezielter darauf auch. Ja. Weil wir haben ja letztes Mal aufgegeben gehabt, dieses eine Projekt mit der Nahrung. Genau. Gut, dann nimmst du jetzt was mit Wealth, würde ich sagen. Ja, für Mineralien oder Tiere? Mhm. Na, du hast ja schon was für Mineralien. Auf der anderen Seite hast du was auch für Tiere, um da die Nahrung aufzutecken. Also nimmst du vielleicht das für Mineralien eher. Ja. Also der Ocean Giant. Kann ich mit dem Ocean Giant überhaupt einen aufnehmen noch? Nee. Nee, da musst du den anderen nehmen. Wo ist der Botschafter? Da. Dann nehmen wir den. Mhm. Dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. So einfach ist das manchmal. Na, schon fast 200 Prosperity, also. Ja. Kriegen auch gleich den nächsten Siedler. Mhm. Dann entweder hier oder hier. Ich habe jetzt beide da fast schon so weit, dass da Platz ist. Ja. Wir hatten hier 38, das sieht ja schon mal gut aus. Hm. Sehr schön. Und noch ein zweites Wüstendorf. Ja, hier auch gleich mit Berg. Sehr gut. Da Berg ist ja auch ein eigenes Biom, ne? Ja. Ja, das hat man bisher auch noch nicht so durchschaut. Einfach nur, weil man da oben ja keine Dörfer bauen kann. Ja. Auf dem Berg direkt. Aber da gibt es ganz eigene Sachen. Eigene Tiere und so. Zum Beispiel gibt es da wie heißt das, Bergziegen, es gibt Schneeleoparden, Affen, Panda-Bären, ja? So ein Panda-Bär wäre was Schönes. Der Panda bringt extrem viele coole Sachen, aber das Yak ist ja auch... Aber Panda super. Ist ja erst ganz am Ende. Panda ist ganz am Ende, aber so ein Schneeleopard bringt sehr viel Geld zum Beispiel, sehr viel Wohlstand. Aber wir brauchen in der Wüste Natur. Natur, Wüste, Wüste, Wüste. Wüste, Wüste, Wüste. Natur. Naja, am sinnvollsten wahrscheinlich über Pflanzen, ne? Also, warte mal. Ja. Nein, nicht schließen. Ja. Pflanzen bringt schon die erste Stufe, bringt Natur. Die zweite Stufe, da kannst du auch gleich für Nahrung sorgen. Die Agave, die bringt ja auch 3 Natur pro Agave. Durch was kriege ich die Agave? Über den Fruit-Aspekt, den du noch nicht hast wahrscheinlich. Ne? Und der daneben ist? Das sind ja bei 2. Wo sind das? Also hier. Growth ist das, glaube ich, ne? Ja, Growth-Aspekt. Gut, dann muss ich... Tiere bringen keine Natur, nee. Die ersten 2 Stufen auf jeden Fall nicht. Und... Ah, und naturgelöst. Naturgelöst? Ja. Und wodurch? Was hast du gemacht? Ich habe eine Pflanze gesetzt. Ah, das reicht. Okay, das und, war ja wirklich... Und für jedes Tier, dann setzen wir hier mal noch ein Tier. Ja. Genau, dann sehen wir vielleicht auch mal die Bergtiere, wenn wir das weiterentwickelt bekommen. Also in der Wüste bringen wirklich nur Pflanzen Natur. Also es gibt halt eine... es gibt nichts anderes. Die Tiere erst ab der Stufe 2 nachher, also da müssen wir, also das ist ja dann schon die dritte Entwicklungsstufe praktisch, Stufe Level 2. Das dauert ewig, bis wir da hinkommen. So, jetzt haben wir hier genug Nahrung und Gold, aber wir brauchen auch noch Technology. Technology? Ja, dann mache ich hier mal die Mine. Mach mal. Wir haben jetzt Känguru-Ratten auf dem Berg, möchte ich nur mal erwähnt haben, also das sind Känguru-Ratten. Okay. Ja, so heißt das Tier. Sieht aber anders aus. Nee, das ist die. Es gibt ja nur Schildkröten und Känguru-Ratten in der. Ach nee, ist jetzt die Wüste, entschuldige. Mountain. Da oben. Was ist denn das? Martin.
Marken. Murmeltier oder sowas, weiß ich nicht genau. Lässt sich ja so, prüfen. Das kriegen wir hier durch Symbiose dann hin und dann... Ja. Dann ist das hier auch geklärt. In der Wüste. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt genau 15 Minuten, dann machen wir doch mal eine kleine Pause. Genau. Bis zur nächsten Folge.